Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir stehen immer noch hier rum in Eulbeard und irgendwie funktioniert es momentan nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal hier zu diesem Bällchen zurück, was ja eben nicht funktioniert. Ah, es leuchtet, okay. Hey, geht einfach so aus? Boah! Die Geburt der Städte. War es schon wieder ausgegangen? Boah! Die Städte im Zenit ihrer Blüte. Doch Blüte führte zu Reichtum und Übermut. Reichtum und Übermut führten zu Dekadenz und Dekadenz letztendlich zum Untergang. Wisdom breeds unity. Auf dem Gipfel ihrer Entwicklung begannen die Städte Terras unaufhaltsam dem Untergang entgegenzugehen. Schon bald gingen sie eine nach der anderen unter. Hier überhaupt für ein Ort? Kann ich hier da was machen? Nee, okay. Vielleicht geht jetzt der andere Raum. Ich würde ja fast dazu tendieren, nochmal zu speichern. Mal gucken, wie viele Punkte wir sammeln auf dem Weg zu dem anderen Raum. Und dann überlegen wir uns das Ganze nochmal. Keine Müdigkeit, Vorschützin. Ach, diese Viecher schon wieder. Okay, da kloppen wir einfach nur drauf. Garuda, woher kenne ich denn Garuda? Aus welchem Spiel? Also es muss halt auch ein Final Fantasy sein, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, an welches. Baku-Unfälle. Warum wusste ich, dass dieses Vieh etwas hat, was alle attackiert, beziehungsweise alle trifft? Naja, jetzt ist er wenigstens schon mal geblendet, das ist gut. Sehr schön. Ah, das macht glücklich. So, der irgendwie finde ich, dass Steiner so ein Windschwert hat. Ich weiß auch nicht. Sturmangriff gelernt, Konter gelernt. Gut, das heißt, wir ändern wieder was. Juhu! Ich glaube, wir haben nämlich da noch diese neue Waffe für Steiner und die müsste ja da noch ein Ticken stärker sein. Anlegen. Steiner. Was haben wir denn hier? Polaris? Ach, dieses Mentalfall lernen wir aber anderweitig. 42. Carbonados. So, und Freier hat Konter gelernt gehabt, ne? Spangenhelm, haben wir da noch irgendwas? Nee, bleibt dabei, okay. Haben wir auch, glaube ich, alles schon durchgeguckt. Konter, die Fußkette. Oh, was haben wir hier? MP plus 10% brauchen wir momentan wirklich überhaupt nicht. Immer Levitas. Immer Refleck und Dösen. Hier geht die Stärke nochmal einen Punkt hoch mit dem Refleckring. Würde ich fast zu tendieren, den... Oh, hier geht die Stärke 3 Dinger hoch. Aber der Reflex geht ziemlich krass runter. Aber ich glaube... Engelsohrring. MPC. Oh. Ich hätte das Barett gern. Wir brauchen das bei ihr einfach momentan. Ich meine, wir könnten natürlich auch auf optimales... Geht die jetzt auf? Oh, es passiert was. Musik geht aus. Warum geht die Musik aus? Jetzt wird es spannend. Wie ekelhaft. Was ist das hier? Für wahr, ein unheimlicher Raum. Ah, oh, ekelhaft. Und Prozent, Dreieck, Viereck, unendlich, Stern, Paragraph plus Karo. Sind das auch Feinde? Wartet, es sagt was. Besucher, steigt auf die Plattform zu euren Füßen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Es scheint irgendeine Art von telepathischer Sprache zu sein. Ich finde, wir sollten gehen. Ja, nach Hause bitte. Sprechende Gesichter, also sprechende Puppen, Maskendinger. Bäh.
Puppen, Clowns und Masken. Es gibt nichts Ekelhafteres. Besucher, vernehmet folgende Worte aufmerksam. Dies ist eine Aufzeichnung über den Anbeginn unserer Kultur. Das Aussterben unserer Rasse war nicht das eigentliche Problem. Sämtliche Pflanzenarten, sämtliche Tierarten begannen zu verenden. Der Anfang vom Ende war die planetare Überalterung Terras. Um das Problem der Überalterung zu überwinden, untersuchten wir alle nur erdenklichen Möglichkeiten. Schließlich erfassten wir das Wesen unserer Existenz und begannen das erste Experiment auf dem Festland Mutter Terras. Aber das Experiment schlug fehl. Danach fanden wir heraus, dass ein unbedingt notwendiger Faktor ist, und forschten in diese Richtung weiter. Wir, die wir 4 kostbare Opfer dargebracht haben, pflückten uns die Blüte der Ewigkeit und vereinnahmten sie uns. Sämtliche Tier- und Pflanzenarten sind wiedergeboren, aber die schlummern noch. Wir warten auf den diesmaligen Ausgang. Um Terras kostbare Geschichte weiterreichen zu können, wurden wir erschaffen. Sehr aufschlussreich, vielen Dank. Sidane, was ist das hier für ein Ort? Das würde ich auch gern wissen. Aber jetzt geht es erstmal um das Leben unserer Freunde. Das hat erstmal Vorrang. Okay, also was wir bis jetzt verstanden haben oder erklärt bekommen haben, war, dass es einen Ort namens Terra gab, einen Planeten namens Terra, was wohl dieser hier ist, Mutter Terra, ne? Und dass dieser Planet untergegangen ist, weil die Leute gierig waren und nur zu ihrem eigenen Vorteil gearbeitet haben. Und es ist irgendeine Möglichkeit entstanden, Terra zu retten in Form von allem anderen. So, okay, speichere. Na, wir machen erstmal ein Zelt. So. Also, so weit sind wir jetzt schon mal gekommen. Dass das hier. Ach, Quatsch. Dass das hier wohl wirklich etwas Außerirdisches ist. Denn wenn Terra untergegangen ist, kann das, wo wir jetzt uns hier befinden, ja nicht Terra sein, ne? Habe ich doch richtig verstanden. Oder Terra wurde gerettet, tetet. Und wir befinden uns auf Terra in einer wiedergeborenen Form. Das wäre Möglichkeit Nummer 2. Gut, dann wollen wir jetzt mal in diesen anderen Raum reingehen. Ah, jetzt geht hier was. Vorhin war irgendwas anders. Sieht aus wie der Planet vorhin. Denn noch ein Planet? Ah, die 2 Planeten gehen ineinander über. Okay. Was zum Geier soll das bedeuten? Ich verstehe das nicht ganz. Also, Terra ist in einen anderen Planeten übergegangen, ne? Okay, hin können wir da nicht. Dann probieren wir es jetzt hier aus. So, es wird spaßig. Sehr spaßig. Ich freue mich schon total. Da ist was. Was könnte das sein? Uah, Moment, ich bin hier gerade hängen geblieben. So, jetzt passt's. Muss man hier was anmachen oder so? Außer das in der Mitte? Wow. Ist das das Teil, von dem Kucha sprach? Na, dann mal schnell unter den Nagel gerissen und nichts wie raus hier. Wow! Das sieht... Mist, da kommt was!
Ich hau mal drauf. Verfehlt? Okay, das ist schon mal scheiße. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Jetzt habe ich mit allen draufgehauen. Clown? Blaue Magie geht nicht. Habe ich getroffen? Ich habe getroffen. Okay, okay. Also treffen kann man ihn. Das ist schon mal gut zu wissen. Diebstahl fehlgeschlagen. Ich möchte gerne Fafnirs Wind. So. Ich bin ein bisschen schissig, weil ich weiß, dass dieses nicht der einfachste Gegner des Spiels ist. Okay, jetzt fliegen wir alle. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Angriff. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als ihn anzugreifen. Ach, weißt du was? Scheiß auf. Man kann ihm ein paar nette Sachen klauen, aber ich habe gerade so ein bisschen mehr Angst um andere Dinge. Luftschraube. Ich glaube, die war nicht gut. Also diese Luftschraube war das, glaube ich, die uns verwirrt hat. Und da wir aber alle eigentlich gegen Verwirrung... Ja, Schutz, Schutz, Schutz und Verfehl. Da wir alle dagegen immun sind, darf uns da nichts passieren. Weil das ist nämlich etwas, wenn man das hat, gerade hier in dem Kampf, ist man absolut verloren. Kann ich nur sagen, es ist leider so. So, die anderen greifen ganz gut an. Lunas Zorn, was ist das eigentlich? Erteilt Tobsucht. Regina, Regina und MP. Okay. Och nee, ah, okay, Item, Phönixfeder. So. Wir rocken das schon. Photon. Photon war auch nicht so angenehm, soweit ich mich zurückerinnere. Ich würde ihm gern was klauen, aber ich traue mich nicht. Wow. Sag ich doch, ich traue mich nicht. Solchen Elixier. Ich habe 18 Elixiere. Hallo, ich schmeiß es jetzt. So. Oh, Katze. Jetzt ist schon wieder eine Katze bei mir. Nicht gegen das Mikrofon. Nicht immer in dem Kabel hängen bleiben. Item. Du schmeißt jetzt auch mal ein Elixier auf dich. Ist mir jetzt gerade egal. Drakothek. Fafnirs Wind. Ach Mann, die Katze hängt im Kabel. Ich hab... Hallo, ich bin im Bosskampf. Kater, nee. Oh, Menno. Sekunde. Der hängt im Kabel fest. Und alles ist voll mit Kabeln. Und ach Mann. Okay, das schaffen wir jetzt noch. So. Toll. Quina liegt da tot rum. Ich überlege halt gerade, ob das überhaupt Sinn macht, ihn wiederzubeleben. Weil er eh die ganze Zeit wieder was... Ah, Trans! Na, das nützt ja alles. Ich kann ja nur Angriff machen. Er ist ja dann nur stark. So. Können wir? Irgendwie passiert gerade nichts. Aber eigentlich, so stark wie Steiner jetzt ist, könnte ich mit Zidane klauen. Ich glaube, mit ihr springe ich mal. Einfach, um so ein bisschen Entfernung zu kriegen. Können wir? Ich habe so ein bisschen Angst, weil es dauert alles eben. Es ist so langsam. Klauen, probieren wir es. 3000. Wahnsinn. Photonen ist nicht gut. Ach, wir greifen einfach an. Bringt ja nichts. Heilen wir uns noch? Nee, wir heilen uns schon nicht mehr. Auf der fehlgeschlagen, die Kacke. 1100 ist okay, kann ich gut leben. Angriff. Ja, greifen wir an. Clown bringt nichts. Ganz schön hartnäckig, das Vieh, ne? Oh, jetzt habe ich es gerade gesagt, jetzt ist es tot.
Wie geil ist das denn? Wie cool. Wow. Wir lernen jede Menge. Das ist toll. Und ein Eifersplitter. Das müssen wir uns merken, das, dieses Eifersplitter. Den dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Ich muss schnell zurück, sonst geht es den anderen an den Guruk-Stein erhalten. Warum um alles in der Welt muss eine feine Dame wie Aiko in so einem Käfig sitzen? Lass uns gefälligst hier raus! Behandelt man so eine Dame? Oh Mensch! Wie es wohl Zidane und den anderen geht? Er wird ganz bestimmt zurückkommen, oder? Wie gefallen euch die Gästezimmer, die ich extra für euch hergerichtet habe? Zidane war so zuvorkommend und tut mir gerade einen Gefallen, um euch am Leben zu halten. Aber es liegt mir irgendwie nicht, Versprechen einzuhalten. Und ich liebe den Anblick von Menschen, denen ihre Qualen im Gesicht stehen. Aus diesem Grund habe ich ein herrliches Schauspiel vorbereitet. Hier, in meinem wunderschönen Palast, steht irgendwo eine mächtige Sanduhr. Je mehr Sand abläuft, desto weiter öffnet sich der Boden unter euch. Was sagt ihr dazu? Ist das nicht ein wunderbarer Einfall von mir? Die Sanduhr muss nur wieder umgedreht werden und euer Leben ist vorerst einmal gerettet. Ich hoffe nur, Zidane wird es rechtzeitig schaffen. Noch ganze 10 Minuten währt euer Leben, also betet, dass euer Erlöser bis dahin wieder zurück ist. Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Narren. Nein, bitte rettet Aiko! Auf Wiedersehen, meine liebenswerten dummen Narren. Dieser elende Kuja. Nun gut, jetzt ist wohl mein Auftritt gefragt. Sag mal, ich habe, wie Kuja es mir befohlen hat, die Sanduhr umgedreht und abgeschlossen. Aber was wir hier machen, ist doch eigentlich etwas Schlimmes, oder? Aber du möchtest doch auch nicht stehen bleiben, oder? Lass uns erstmal zurückgehen. Dann müssen wir wieder die Geheimvorrichtung umgehen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man sie löst. Eigentlich ist es ganz einfach, weil du hier nur alle anmachen musst, nur nicht zu viel denken. Also gehen wir. So, hopsen wir erstmal hier rüber. Eigentlich dürften jetzt ja hier gar keine Kämpfe kommen, ne? So, rein theoretisch, wenn wir hier als Fröschlein unterwegs sind, dürfte ja nichts passieren. So. Hopsen wir mal. Das wird wohl der Schlüssel sein. Also, das ist Sid. Das wird wohl der Schlüssel sein, von dem die Rede war. Mit der Kreistaste vorwärts bewegen. So, das ist jetzt sowas wie 1, 2, 3, 4 Ochs am Berg. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von früher. Ja, und wenn das Vieh sich umdreht, so wie jetzt, während wir uns bewegt haben, müssen wir wieder von vorne anfangen. Solange dieses Monster hier rüber schaut, sollte ich mich vielleicht nicht bewegen. Quack. Also es ist ein ganz... Ah, oh, fuckadoodle-du. Also der bewegt sich halt so unmenschlichen... Ich habe Angst. Okay. Hör auf zu gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huiuiui. Ich traue mich gar nicht zu reden. Ah! Mist, ich meine, der ist doch im Käfig eingesperrt. Ist doch scheißegal, Mann. Ich mache jetzt nur so ganz vorsichtig. Okay. Wir kommen näher. Ich trau mich nicht.
Weil wir jetzt schon so schön weit sind. Okay, da hätte ich noch ein gutes Stück reinhauen können, aber egal. Ich meine ganz im Ernst, was soll dieses Monster tun? Trau mich nicht! Komm, 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 komm. Das ist wahrscheinlich so ein T-Rex-Vieh. Und Sid hat Jurassic Park gesehen. Ich trau mich nicht. Hab's. Schlüssel für die Sanduhr erhalten. Ach, und jetzt können wir uns bewegen. Eine Waage und ein paar Gewichte. Die Waage untersuchen. Eine relativ große Waage. Achso, eine relativ große Waage. Quack. Da passen mindestens 3 Gewichte drauf. Quack. Die Sanduhr kann ich nur über die Waage erreichen. Quack. Die Gewichte untersuchen. Dieses Gewicht besteht aus Holz. Quack. Dieses Gewicht besteht wohl aus Lehm. Quark. Kannst du mal schneller? Dieses Gewicht scheint aus Stein zu bestehen. Quark. Und dann wird das aus Metall sein, nehme ich mal an. Ein Gewicht aus Eisen. Quark. Okay, darf ich jetzt Gewichte auf die Waage stellen? Weil ich glaube, ich muss eine Brücke bauen, ne? Gewichte auf die Waage stellen. Lehm, Stein, Eisen. Lehm, Stein, Eisen. Müsste passen. Gott, wie lahmarschig ist der. Das ist ja... Das dauert so lang. Das ist ja furchtbar. Das macht mich nervös. Mach schneller. Mach hinne. Auf die Waage hüpfen. Perfekt. Diese hier umgedreht und fertig, Quark. Quark. Jetzt müssten sie alle frei sein, Quark. Kurzki, wir haben es geschafft. Ich dachte wirklich, dass ich meine Moklis nie wiedersehe. Hey, seid ihr alle in Ordnung? Seid ihr alle unverletzt? Hast du uns etwa das Leben gerettet? Ihr glaubt nicht, was ich durchmachen musste, aber wir mussten unsere Wiedersehensfreude verschieben, Quark. Die Schwarzmagier sprachen von einer Geheimvorrichtung, die sich weiter hinten im Gang befindet, Quark. Man müsse einfach alle anmachen, sagte einer von ihnen, Quark. Auf jeden Fall sollten wir schleunigst von hier verschwinden, Quark. Genau, wir können uns nicht immer nur auf Sidane verlassen. Wir müssen versuchen, aus eigener Kraft zu fliehen, dann Sidane abfangen, bevor er zurückkommt. Also, wenn wir alles zusammenhalten, dann schaffen wir es. So, und wir machen damit in der nächsten Episode weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.